ترى برا هذول الجيش لازم ليش؟ برا قبل مطرح المفوضيه القديمه محطوطات اكثر من 14 واحد. شو بنساوي؟ عشان فيها يا سيدي لانها Die Schulen werden irgendwann hier anfangen in den nächsten 2-3 Wochen. Das ist ganz wichtig für die Kinder. Ansonsten sind die klimatischen Bedingungen hier sehr schlecht. Es windet sehr stark. Es gibt Windrosen, die durch die Zeltlager fegen regelrecht. Auf der anderen Seite gibt es hinter mir neben den Zelten auch große Flächen, in denen das Welternährungsprogramm Ernährungsstores sozusagen aufbaut. Das sind Riesenzelte, in denen zukünftig Essen gebracht wird. Es soll 320 kleine Küchen geben für jede Straße, für jedes Viertel in diesem Flüchtlingslager sozusagen eins, damit die Menschen sich ihr Essen so machen können, wie sie es auch von zu Hause gewöhnt sind. Und für das, was noch nicht funktioniert oder was es noch nicht gibt, zum Beispiel Schulen, die funktionieren, die Arbeit mit sehr stark traumageschädigten Kindern und Jugendlichen, dafür müssen wir Geld haben. Dafür muss nicht nur CARE, dafür müssen alle Hilfsorganisationen unterstützt werden. Da müssen die Regierungen verstehen, dass es mit dem bisherigen Geld nicht reicht. Und die Spender könnten darüber nachdenken, ob sie den Kindern, den Jugendlichen und den Erwachsenen, die unter diesen Bedingungen hier leben müssen, helfen möchten.